Willkommen zurück, Freunde des gepflegten Skisports und natürlich die Sammlern unter uns. Thema ist wieder eine Kurzvorstellung, und zwar das Model 13, auch genannt The 3057 oder 357 Magnum M&P Heavy Barrel. Warum der Name? M&P haben wir schon gehabt, das Military Police, das ist nämlich zum Beispiel Model 10. Das ist mehr oder minder ein Model 10. Mit den Ausnahmen eben, dass es ein Heavy Barrel habt. Das Heavy Barrel habe ich euch schon mal, den Unterschied zwischen Tapered Norm und Heavy Barrel habe ich im Video von dem 10er schon gezeigt. Das werde ich dann unten verlinken. Nochmals zum Vergleich, das ist der Normal Barrel, also normaler, und ist der Heavy. Und da sieht man Unterschied doch, dass dadurch, dass er einfach mehr Material hat, oder mehr Laufdicke oder Laufstärke, ist einfach auch schwerer, ergo heavy. Ja, sieht man, dass hier viel mehr Material drauf ist. Ergo auch 357 Magnum Military Police Heavy Barrel. Im Grunde genommen ist die Smith & Wesson 13 nichts anderes, wie schon gesagt, als die Smith & Wesson 10, respektive die 19. Die 19 habe ich auch schon vorgestellt. Die 19 hat zum Beispiel einen Half Underlock, die hat eben keines und hat eine fixe Visierung, während die 19 eine verstellbare Visierung hat. Ergo ein K-Frame mit 357er. Ja. Ist die Weiterentwicklung des Smith & Wesson 10-7 Prototyp und kommt, wie gesagt, mit einem Heavy Barrel. Es gab einen 3 Zoll mit Round Butt oder eben 4 Zoll mit Square Butt. Ja. Brüniert mit Service Type, also mit Service Type Magna Walnut. Walnut ist Walnuss. Stocks, also Grip. Und eben diesen Medaillon drinnen hier. Ja. Combat Abzug und Combat Trigger. Eben die schmale Variation. Und auch hier die schmale. Aber jedoch ohne die Serrations, also ohne die was ist Serrations? Wie kann man es beschreiben? Ich zeig's mal auf den anderen Rollen. Und bei dem sieht man hier die Serration, das sind die Linien runter. Die hat es eben nicht mehr. Der Grund dafür ist nämlich, dass dann, wenn man Double Action schießt, dass der Finger besser am Abzug entlang gleiten kann. Ja. So, nicht verwechseln, also den Smith & Wesson 13 nicht verwechseln mit dem M13 Air Crewman, ja, was eigentlich ein Smith & Wesson 10 mit einem leichteren Rahmen ist. Das sind zwei ganz unterschiedliche und ganz andere Modelle, ja, obwohl sie gleich heißen fast. Das war eine sehr erfolgreiche Waffe beim FBI, nämlich 1974 und nochmals von 80ern, also Mitte 80er bis ca. Mitte 90ern. Getragen wurde die 13 mit Nachtrieb abgerundet, also die ist Nachtrieb abgerundet hier, also abgerundeten Griffe, fürs bessere Tragen und hat auch noch einen Adapter drauf. also mit Adapter eben, damit man besser Double Action schießen kann durch einen anderen Winkel. Die Munition dazu war die berühmte FBI Load, sprich 38 Special Plus P, 158 Grain Lead Semi Watt Cutter Hollow Point. Ja, zeige ich ein Foto noch gleich. Laut Smith & Wesson, effektive Schuss- oder Schießdistanz bis 50 Yards mit diesem. 50 Yards, das sind knapp 46 Meter, das ist recht weit eigentlich. Trivia. Jeder kennt bestimmt den kultigen Film Silence of the Lamb mit der hübschen, sehr hübschen Jodie Foster als FBI-Agentin Clarice Starling. Sie trägt und schießt und geht damit meiner Meinung nach auch sehr professionell um. Eine Smith & Wesson 13 mit 3 Zoll Lauf. Von der 13 gibt es offiziell 5 Variationen, also unter anderem das Model, also das Performance Center 13 von Lew Horton, auch genannt, mit den Gänsefüßen hat er genannt, A Very Serious Carry Revolver. Es hat Magna-Port, also sprich es wurde hier oben geportet, hat die Schlitze drin gehabt, damit der Recoil nicht so stark ist. Wurde gebobbt, sprich der Hammer hier wurde der Sporn entfernt.
Ja, und hatte aber einen Half-Underlug. Ja, sehr schön somit. Auch die Thai-Polizei hatte eine eigene Variation. Hallo Landsleute. Jedoch nur in 38 Special, also kein 357er Magnum. Stück am Tisch, das ist wie gesagt der 13, Dash 3 mit 3 Zoll Lauf. Dash 3 ist leider also nicht mehr pinned und recessed, also nicht mehr verstiftet und nicht mehr, wie heißt das, Counterboard, jetzt habe ich den Namen vergessen, also damit die eben die Hülsen plan aufliegen und nicht ein bisschen hervorschauen. Kamerarahmen ist angenehm klein. Ja. Apropos, angenehm klein. Für mich ist der Smith & Wesson 13 in 3 Zoll der ultimative Revolver zum Tragen. Ja. Warum? K-Rahmen, wie gesagt, ist angenehm klein und man hat 6 Schuss statt wie beim J-Frame, also die 36er oder 60er, 5 Schuss und außer ein viel effizienteres Federsystem da drinnen als beim J-Frame. Ja. Also man hat bei der die Blattfeder drinnen. Und mit dem ein anderes System. Und die 3 Zoll Lauf ist handlich, hat eine gute Balance und man hat einen vollen Extractor Rod Länge. Ja? Warum ist es wichtig? Wenn man einen kurzen hat, wie zum Beispiel der hier, ja? Und durch diese Kürze hat natürlich auch hier wenig Weg und es kann sein, dass wenn das eine Munition, also eine Hülse noch hängen bleiben kann, als wenn man hier den vollen Weg hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man hier eine Hülse wirklich komplett ejectet, also entfernt, ist natürlich höher durch den längeren Weg als bei einem kurzen Weg. Verständlich. Und anhand des Roundbutt hat man auch viel mehr Möglichkeiten nach Aftermarket-Griffe. Also man kann viel mehr gibt es viel mehr Möglichkeiten für andere Griffe. Ideal wäre noch für mich, wenn es den mit Underlug gibt. Warum ein Underlug? Weil dann kann, der liegt hier natürlich exponiert. Also man kann hier drankommen und es kann kaputt gehen, es kann rausreißen beim Runterfallen oder ja, beim schlechten Umgang. Also das kann kaputt gehen oder einfach sich verbiegen. Ja? Also Underlug wäre schön, um es eben zu schützen, aber ich meine, wir wollen ja nicht kleinlich sein. Sprich, wenn ich persönlich führen dürfte, und oder tragen dürfte, ja, was würde ich machen? Ich würde einen Hammer boppen, ja, damit es nirgendwo hängen bleibt, also weder beim Rausziehen hängen bleibt, noch wenn ich in der Jackentasche schießen sollte, hängen bleibt. Ja, gibt ja solche Fälle. Ich würde den Single Action Notch auf beim Hammer entfernen, damit man einfach wirklich überhaupt nicht Single Action schießen kann. Ja, ich würde den Abzugs-Serration entfernen, aber das hat er Gott sei Dank nicht. Ja, muss bei dem nicht machen. Ich würde die Trommelkammer nachträglich chamfern, zwecks besseren Reload mit Speedloaders. Warum chamfern? Chamfern bedeutet eigentlich, dass ich mehr oder weniger die Kanten hier mit 45 Grad fräse, ja, damit eben die Hülse oder die Munition nicht an dieser Kante hängen bleibt, sondern besser reinflutscht. Das heißt chamfern, das ist ganz, ganz gängig bei IPSC mit Modellen, die Moonclips nehmen. VC-Grips drauf, VC-Grips, ich gebe einen Link unten rein, die machen recht schöne Griffe. Und zwar schauen sie edler aus als Gummi, aber sind griffiger als Holz, ja, weil es nämlich G10 ist. Da will ich noch VC-Grips drauf geben und eventuell noch vorne hier einen Farbklecks auf den Korn und dann voilà, das wäre für mich dann ultimative Tragerevolver. Ja. So, aber es war schon lang genug. So, wie immer, danke fürs Schauen. Wenn Fragen, Anregungen oder Verbesserungsschläge, bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Würde mich immer auf ein Subscription respektive Abonnement freuen. Bis zum nächsten Video.